Hallöchen, meine lieben Pferdefreunde, willkommen zu einer neuen Folge Horse Reality, dem Browser Game. Ja, ihr seht schon, ich habe hier ein bisschen wieder was zu tun. Es sind Fohlen wieder mit dabei, auf die ich gewartet habe. Ein oder zwei kleine Überraschungen sind damit bei. Und ich würde aber nicht sagen, ich würde sagen, ich schnack nicht lange und wir schauen uns die ersten Fohlen an. Katze ist auch wieder mit am Start, die keine Ahnung, was wieder sie für Probleme hat. Plus, ich habe ein neues Mikro. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr den Sound findet. Das ist wichtig, damit ich weiß, ob es so gut ist. Hört ihr einen Unterschied? Lasst es mich ganz gerne mal bitte wissen. So, die erste Kandidatin, die wir haben, ist von Shisui, eine Tochter, die ein GP von 718 GP hat und 8 Very Good, 4 Good. Ich habe die alle noch nicht Konfi laufen lassen, also die wenigsten. Deswegen auch nur, soll nur eine Rabträgerin sein. Ja, weil die Mutter ist auch nur ein Rabträger. Muss ich mal gucken, wie ich das so managen kann, weil 718 ist sie sehr weit runter von dem, was ich eigentlich haben will. Und ich glaube aber, sie ist einfach ein Kandidat, wo ich sage, sie muss verkauft werden. Das funktioniert sonst einfach nicht. Ich muss Abstriche machen, ich darf nicht mehr so nett sein. Dann haben wir einen neuen kleinen Hengst. Das sind alles hier Fohlen, kleine Hengstfohlen, sind viele mit dabei diesmal wieder. Aber ja, so sieht er groß aus, der Kleine. Das ist von Jumpy ein Fohlen, ein Sohn. Über den habe ich mich tatsächlich gefreut, denn der hat 748 GP und das ist schon mal sehr, sehr gut. Nicht ganz so gut wie Izuna, aber es geht in die richtige Richtung. Das Problem ist halt nur, dass ich meine, Izuna ist auch von Phantom ein Enkel. Oder ein Sohn? Nee, ein Enkel ist er. Ich meine ein Enkel. Und somit habe ich dann einfach das Problem, dass diese Linien zu eng beieinander sind. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Das wird nämlich dann die nächste Herausforderung, zu gucken, dass das nicht zu eng wieder alles miteinander verwandt ist. Das wird dann sonst nämlich tatsächlich schwierig mit der Zucht. Als nächstes eine kleine, ich glaube, nee, Rabträgerin ist es auch. Da muss ich mal gucken, denn die hat 692. Da bin ich am Überlegen, ob ich aus ihr Flexenfohlen rausziehe. Ich bin auch ganz stark am Überlegen, ob ich die Flexen vielleicht komplett rausschmeiße, bis auf vielleicht 2 oder 3 Stuten und ein Hengst. Weiß ich nicht. Sie hat 9 Very Good, 3 Good. Ich bin unschlüssig. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Dann haben wir einen kleinen Hengst bei den Quartern. Das ist einmal von dem neuen Hengst, den ich habe. Von Genix. Wird das so ausgesprochen? Wahrscheinlich nicht, aber ja. Ich habe ihn nur wegen der Konfi gekauft. GP-technisch ist er sehr, sehr weit unten. Aber wie gesagt, ich habe mir gedacht, ich brauche zwischendurch auch frisches Blut bei mir in den Linien mit drinne. Und ich werde tatsächlich jetzt das Experiment auch starten, dass ich vielleicht mal ihn mit meinen höchsten GP-Stuten einfach decke und gucken, was dabei rumkommt. Mehr wie schief gehen kann es nicht. Es geht im Moment so vieles schief. Da, wie gesagt, muss ich mal gucken, wie ich das dann manage. Und den, bei der waren wir, bei ihr weiß ich aber nicht, ob ich sie behalten soll. So, dann kommen wir zu der Kandidatin. Die ist, die hat wieder Kisame mit als, Gott sei Dank als Urgroßvater. Bei Kisame muss ich auch so ein bisschen aufpassen. Das ist, weiß ich nicht. Ich bin auch ganz stark am Überlegen, ob ich vielleicht mit Kisame, warum? Jetzt wollte ich gerade sagen, ich bin am Überlegen, ob ich mit ihm züchte. Und jetzt hat sie ihn zu Gisela geschmissen. Warum denn? Wer ist besser? Wen hast du dafür? Hast du irgendwen? Also wie gesagt, ein direkter Sohn steht bei Leo. Bei ihr weiß ich nicht, aber der ist deutlich besser hier. Der hier sehe ich gerade, aber der wird auf Privat stehen. Das schreit wieder nach
Yuki wird arm und gibt Geld aus. Danach schreit das. Bitte, bitte sag mir nicht, dass du jetzt. Also manchmal hasse ich mein Züchterleben hier in Horse Reality. Manchmal hasse ich es wirklich. Das, nee, komm. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ich kriege gerade ein bisschen Schweißausbrüche. Das ist sogar. Das glaube ich jetzt nicht. Warum? Warum? Na, alles gut. Das ist so ein bisschen mein Dilemma, was ich zwischendurch habe. Ich hätte jetzt potenziell einen guten Zuchthengst, wo ich sage, mit dem würde ich züchten. Da wäre mir, glaube ich, auch das Cream, Champagne und Pearl ziemlich egal. Cream Pearl hat er. Mit diesem Hengst würde ich durchaus 2 bis 3, vielleicht sogar 5 Mal züchten. Der dürfte meinetwegen auch 500.000 kosten vom Necksprung her. Und dann könnt ihr euch mal kurz ausrechnen, wie viel ich dann in diesen Hengst reinbuttern würde. Aber privat. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man irgendwie, ob ich da vielleicht auch einen Decksprung mal anfragen soll. Es wird tatsächlich schwierig. Wahrscheinlich wird es schwierig. Ich weiß es nicht. Ich kenne den Züchter nicht oder die Züchterin. Hier sehe ich auch gerade schon wieder, der mir persönlich sogar besser zusagen würde. Der hier. Der ist aber. Der wird auf privat stehen. Ja. Die stehen alle auf privat. Was machst du dir da überhaupt für Sorgen? Wie gesagt, also ich habe ja auch einen guten Hengst. GP-technisch. Der kommt Konfi-technisch, kommt er aber nicht da dran. Das ist konfitechnisch kommt er überhaupt nicht da dran, was ich ganz gerne haben möchte. Da, okay. Also, ich werde jetzt den einmal kurz offen lassen, den Hengst, und werde dann wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, ich werde dann gleich mit dem auch züchten. Müssen wir mal gucken, mit wem ich den dann verpaare. So, genug geärgert. Und ja, dann haben wir eine kleine Tochter von Isuna, wo ich gerade von sprach, mein persönlicher Erfolg, dieser Hengst hier, der schafft aber nur die 85. Das ist halt mein Dilemma. Deswegen ist es wirklich, es ist so unfassbar schwierig, an gute Hengste ranzukommen. Wie gesagt, aber er ist ja auch ein Riesenerfolg. Also für mich persönlich, meine Zucht, zieltechnisch ist er ein Erfolg. Muss ich nur mal gucken, weil er halt Phantomlinie hat. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Naja, ich lasse mich überraschen. Wie gesagt, die Kleine ist die erste von ihm und 744 GP finde ich mega gut. 6 Very Good, 6 Good. Ist auch alles vollkommen in Ordnung. Ich habe mich mega über die Kleine gefreut und ja, bin gespannt, wie sie sich so macht, was wir da so an ihr an Fohlen rauskriegen. Die nächste ist auch wieder von meinem Hengst mit einer, den ich weiß gar nicht. Ach, vom Bachelor Lady habe ich den. Ha, ich wollte gerade sagen, woher habe ich den denn wieder? Mal gucken, Bachelor Lady. Ja, sie ist überall mit dabei, hier bei mir in der Zucht. Ja. Oder ich schmeiß einmal ein bisschen den mehrmals. Aber es sind alles dann wieder nur Rappträger. Haben wir überhaupt? Na doch, sie hat Flexen aus ihm rausgezogen. Das hier ist nämlich ein Flexenhengst. Das ist ein Flexenhengst. Ich muss mal gucken. Muss mal gucken. Also wie gesagt, 9 Very Good, die Kleine, 3 Good. Ist alles in Ordnung. Die wird mich aber verlassen, weil die GP technisch einfach zu weit unten ist. Da habe ich mittlerweile bessere.
Dann habe ich einen kleinen Hengst. Das ist auch einmal von, von einem Hengst, den ich jetzt relativ neu dazu gekauft habe. Der wird aber auch nicht lange bei mir bleiben, weil ich muss gucken. Ich glaube, ich habe aktuell irgendwie insgesamt um die 14 oder 15 Hengste. Und das ist ein bisschen viel. Ich muss da echt Abstriche machen. Und das tut weh. Und ich will das immer alles nicht. Aber ihr merkt schon, was soll ich machen? Ich kann nicht alle behalten. 706 GP ist auch viel zu wenig. 12, very good. Ich weiß nicht, ob ich ihn behalten soll. Keine Ahnung. Ja, er ist besser wie sein Vater. Ich muss dementsprechend aber tatsächlich gucken, ob er die Konfi packt. Wenn er die Konfi packt, dann ja, sage ich, dann behalte ich lieber den und Papa geht dann in Rente. Hier genau das Gleiche, nur dass er 100% ein Rabbi ist. 717 GP, er hat mehr GP. Ich tendiere eigentlich eher, wenn er die Konfi schafft, zu diesem Hengst. Dass ich sage, den behalte ich dann dafür und gebe dann den Papa wieder weg. Das muss ich gucken. Keine Ahnung. Wie regelt ihr das eigentlich mit euren Zuchten? Das würde mich mal interessieren. Lasst mich das wirklich sehr gerne mal wissen in den Kommentaren. Denn ich bin manchmal echt so ein bisschen, was mache ich jetzt? Behalten, weggeben, umparken. Das ist so immer mein Dilemma. So, dann haben wir nochmal einen Hengst von 709 GP. 8 very good, 4 good. Ist von der Zuchtgemeinschaft, der steht bei Leo. Der Hengst, der wird aussehen wie sein Großvater, also so ein bisschen wie sein Großvater. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich den behalten soll. Wie gesagt, ich habe mittlerweile, ich muss aufpassen mit dieser Kisame-Linie, denn ich habe sehr viele Fohlen mittlerweile, die alle von Kisame mit irgendwie mit drin haben. Und Leute, ich sag's euch. Ich habe keinen Bock, wieder bestimmte Hengste rauszuzüchten. Das Problem kriege ich dann auch teilweise bei Izuna, weil Phantom einfach zu nah beieinander. Wobei, das Problem ist, ich kriege die besten Fohlen dann wieder aus diesen Pferden raus. Es ist ein kleiner Teufelskreis. Das weiß ich auch nicht. Es ist zum Mäusemelken. So, 738 GP hat der kleine Mann. 4 very good und 5 good. Könnte besser sein. Von Shisui ein Sohn. Der wird aber auch nicht bleiben. Also den werde ich weggeben. Denn ich habe einen Hengstfohlen von Shisui, der zwar nur 1 GP-Punkt mehr hat wie Shisui. Aber ich meine, konfitechnisch ist der in Tacken auch besser. So, denn nochmal ein Hengst. Ich sage ja, ich habe Hengstrunde gehabt. Wieder mal fröhlich hier versammelt. Und 678, der geht definitiv, auch wenn er gar nicht so schlecht her von den Werten ist. 7 very good, 5 good. Ist auch von meinem eigenen Hengst. Der wird aber gehen. Der geht, der macht Adios. So, und das ist nämlich hier wieder auch das, was ich meine. Der wird auch... Ich glaube, ich werde ihn verkaufen. Warte mal. Nee, er ist auch nur ein Rabträger. Also, der ist definitiv ein Kandidat für den Verkauf. Der wird nicht bleiben. So, den haben wir das Gleiche nochmal. Nein. Das wird auch manchmal ein bisschen schwierig. Da, man siehe, Träger. Richtig, Rabbi. Alles Klärchen. Auch wieder von dem Hengst. Ich weiß gar nicht, was hast du denn? 707. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob Leo dann eventuell einen guten Sohn von ihm dann eventuell nochmal haben möchte. Weil für mich ist er nix. Also er schafft zwar die 91. Drücke ich ein Auge zu? Drücke ich kein Auge zu? Ich möchte aber kein Kisame. Ihr merkt mein Dilemma. Ich glaube, man merkt es. Ja. 716 GP hat die Kleine. Und 10 very good, 11 very good, 1 good. Macht auch 91 Konfi. Ist auch eine Rabbi-Stute. Ich weiß aber nicht, ob ich sie behalte.
weil GP-technisch ist sie einfach mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, das funktioniert nicht. Keine Ahnung. Das ist schwierig. Schwierig, schwierig. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Verdammte Axt. So. Dann nochmal von einmal Leos Hengst eine Tochter. GP-technisch. Nee. Und 10 Very Good, 2 Good. Die bleibt auch nicht. Also die verkaufe ich definitiv ruhigen Gewissens. Also auch wenn die jetzt irgendwann anfangen sollte, hier die 91 zu machen oder sonst irgendwas, die werde ich nicht behalten. Die ist einfach, da muss ich Abstriche machen, passt nicht. Und dann haben wir noch einen kleinen Araber-Hengst. Bei den Arabern weiß ich auch nicht so hundertprozentig, ob ich die behalten soll. Für einen Hengst ist er GP-technisch, ich glaube, gar nicht mal so schlecht. Konfi-technisch ist er aber wieder einfach zu schlecht. Also ich habe eben mal geguckt, die sind konfi-technisch auch bei den 94 mittlerweile und das passt einfach nicht. Dementsprechend muss ich ihn leider auch verkaufen. Und ja, das war's. Ich jetzt genug rumgeweint mal wieder. Ich werde wahrscheinlich jetzt gleich im Anschluss werde ich einmal mit den Fohlen, also mit den Stuten, werde ich wieder decken oder ich miste mit euch zusammen aus. Das weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken, was ich da jetzt als nächstes mache. Ich danke dir fürs Zuschauen. Liken, kommentieren nicht vergessen. Links und rechts hier unten findest du 2 weitere Videos von mir. Und ja, wir sehen uns in einem nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.